Es ist der Moment, von dem wohl jeder Wissenschaftler träumt. Das Nobelkomitee in Stockholm verkündet den Preisträger für Medizin 2016. Im Fall des 71-jährigen Japaners ist es die Anerkennung jahrelanger Forschung. In Tokio tritt er vor die Presse. Natürlich gibt es für einen Wissenschaftler keine höhere Auszeichnung. Ich habe schon in den vergangenen Jahren viele Preise erhalten dürfen, aber der Nobelpreis ist nicht zu übertreffen. Ausgezeichnet wurde Osumi für die Erforschung der sogenannten Autophagie. Sie beschreibt den Erneuerungsprozess von menschlichen Zellen und ist wichtig bei der Erforschung von Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer oder Diabetes. Zwar wurde dieses Phänomen bereits in den 60er Jahren entdeckt, doch erst Osumis Forschung seit den 90er Jahren machte den Vorgang wissenschaftlich verständlich. Wenn man sich die Veröffentlichungen anschaut, gab es am Anfang ganz wenig zu diesem Thema. Erst als Yoshinori Ozumi seine Arbeit begann, wurde klar, dass es sich um eine ganz wichtige Forschung handelt. Und mittlerweile gibt es jedes Jahr Tausende von Publikationen zum Thema Autophagie. Es ist also ein tolles Beispiel, wie Grundlagenforschung von einer einzigen Person oder einem einzigen Labor ein komplett neues Forschungsfeld definieren kann. Mit der Auszeichnung erhält Osumi ein Preisgeld von umgerechnet mehr als 830.000 Euro. Unbezahlbar dagegen jedoch der Moment, wenn er am 10. Dezember die Anerkennung persönlich entgegennehmen kann, bei der offiziellen Preisverleihung in Stockholm.